Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay von The Amour Blue. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es richtig ist. Ich habe das Spiel jetzt noch nicht angeschaut. Ich mache das mit euch zusammen. Wir starten mal zusammen rein. Einfach mal und gucken, was passiert. Unter Wasser ziehen. Sie sind Paparazzis und blenden sie jetzt im Prinzip. Okay, was haben wir hier so? Wir haben ihr Handy. Ich habe den Rest jetzt noch nicht angeschaut. Ein sehr ruhiges Spiel scheinbar, wo nicht viel gesprochen wird. Sie hat auf jeden Fall schon ganz viele Pokale gewonnen. Sie ist Leistungsschwimmerin. Okay.
und nur bei uns im Zimmer regnet's. Wir können die Sonne aufgehen oder die Sonne untergehen. Wir lassen die Sonne mal untergehen. Aber mit ihr kann ich jetzt so gar nichts machen. Ah. Es scheint eine tiefere Geschichte zu sein. Vielleicht kriegen wir es hin, sie zu verstehen. Also, wir sind jetzt in einem Zugabteil. Und der Zug hält. Nein, er fährt los. Wir sehen eine Frau mit einem Mann und einem kleinen Kind. Wir reißen alle Zettel ab. Auf dem nächsten Bild streitet der Mann mit der Frau. Und das Kind weiß, glaube ich, nicht ganz so, wo es dazu halten soll. Und im nächsten Bild rennt die Frau mit dem Kind an der Hand weg. Vielleicht ist das ihre Story. Vielleicht ist das kleine Mädchen sie. Nur halt viel früher. So, wir können Geld hier einwerfen. Für einen Erwachsenen. Für einen Erwachsenen und ein Kind. Hier sind unsere Tickets. Steht da drauf? Ich kann es überhaupt nicht richtig erkennen. Ah, müssen wir die Tickets vielleicht hier reinlegen? Was könnte das bedeuten? Ah, hier. So, und dann einwerfen. Die Mutter und das Kind sind jetzt wahrscheinlich beide im Zug und sie schläft, nachdem das Ganze war. Und sie zeigt dir jetzt so aus dem Fenster mit lauter Kreativität. Schau mal,
Da draußen sind Fische. Um dem Kind halt eben was anderes zum Denken zu geben. So. Wir fahren durch irgendwelche Städte. Durch einen Berg. So, wir haben es abrupt angehalten. Wir sehen am Boden zwei Fußabdrücke von jemandem Erwachsenen und einem Kind. Und natürlich dazu passend zwei Fische. Die zwei sind aufgestanden und verlassen nun den Zug. Wir müssen natürlich direkt hinterher schauen. Und so verlassen unsere Mutter und wir als Kind auch den Zug. Da müssen wir natürlich direkt hinterher. Wir müssen dafür wohl bis runter zum Grund tauchen. Und hinterher geht's. Uns begleitet ein Schwarm Fische zu einem kleinen Häuschen. So, wie kriegen wir das rund? Ach, hier, Bretter. Hobala. Okay, also man muss das schon breit runterziehen. Hallo? Ein Schiff. Wir bezahlen dafür auch. Bitteschön. Mein Gott, ich bin gierig. Danke für die Broschüre. Und da ist auch schon das Schiff, was uns mitnimmt.
Unsere Mom hat uns dann auf das Schiff gehoben und wir sind eingestiegen. Da wir die zwei nicht verlieren wollen, müssen wir natürlich auch hinterher. Also betreten wir ebenfalls das Schiff. So, aber wie starten wir es? Also, wir haben hier einen Schlüssel. Da ist schon mal das Schlüsselloch. Einmal an. So, und nun. Hallo, hier spricht der Kapitän. Drücken einfach mal alle Lämpchen und go. Ich habe noch nie ein Schiff gestartet. Das war das erste Mal. Scheint aber gut funktioniert zu haben. Meine Mama und ich sind nun endlich auf dem Schiff an Deck angekommen und segeln in eine bessere Zukunft. Mit der Broschüre, die wir bekommen haben, haben wir einen kleinen Überblick. Wir fahren natürlich zu der kleinen Insel, die dort drauf zu sehen war. Aber plötzlich tauchten Fische auf. Ganz viele springende Fische. Wir waren als Kind total begeistert und wollten natürlich auch ein Fisch sein und haben direkt angefangen mitzuschwimmen. Das war noch Erinnerung. Wir fuhren dann natürlich weiter zur Insel, nachdem die Fische weg waren. Und legten per Schiff an. Oh, das ist ein bisschen schwieriger. In meiner Erinnerung war die Insel nur mit einem großen Baum versehen. Einfach nur ein großer Baum, der in der Mitte der Insel stand. Ich weiß noch genau, wir stiegen gemeinsam aus. Meine Mama musste mich runterheben, weil ich natürlich noch viel zu klein war. Und wir gingen gemeinsam auf den Baum zu. Sie denkt sich jetzt, ich bin schon so lange nicht mehr hier gewesen, kann mich trotzdem noch an alles erinnern. Also stieg ich die Stufen empor. Und blickte in einen Teich, der mitten im Stamm des Baumes war. Ich machte den ganzen Unrat beiseite, um sehen zu können, was da so sich verbirgte unter dem Wasser verbarg. Auf dem Bild seht ihr mich und meine Mom, wie wir gerade vom Schiff abgestiegen sind. Ich war echt glücklich.
Im zweiten sitzen wir im Zug. Aber das dritte Bild konnte ich einfach nicht mehr sehen. Ich musste hinterher, um zu sehen, was dort drauf war. Eine Erinnerung, die ich vielleicht vergessen hatte. Ich musste unbedingt der Seite hinterher. Ein kleiner Fisch half mir, die Seite leider nicht nach oben zu tragen, sondern schwamm immer tiefer damit. Also musste ich wohlgedrungen hinterher. Am Grunde des Meeres stieß ich auf ein Hotel, auf jeden Fall auf irgendein Gebäude. Ich entfernte den Vorhang, um den Eingang zu sehen. Da erinnerte mich daran, wie ich als Kind mit meinem Radio Musik hörte, während meine Mom die Tür abschloss. Ich muss meine Erinnerung etwas glätten, um besser sehen zu können. Meine Mom war sehr traurig. Aber wenn sie mich sah, war sie wieder glücklich. Ich tauchte also tiefer hinab, um meine Erinnerung wieder zu vervollständigen. Ein altes Garagentor machte ich auf. Und da fiel mir wieder ein, wie ich früher mit meiner Mom gern Suppe gegessen habe. Auch wenn sie immer was drin hatte, was besser schmeckte als meins. Also schlossen wir auch manche Kapitel, um uns an manches wieder erinnern zu können. Zum Beispiel, wie ich beim Regen schon mal eine Schnecke gefunden habe und meine Mom zum Glück einen Regenschirm dabei hat, um uns trocken zu halten. Die arme Schnecke sollte ja nicht nass werden. Wir fuhren mit dem Aufzug nach oben. Da müssten wir jetzt nochmal das Klebeband entfernen.
Es war ein leerer Raum. Zwar mit jeglichen Möbeln ausgestattet, aber sonst befanden sich nur meine Mom und ich eigentlich da drin. Wir hörten gemeinsam Musik. Meine Mama musste sehr viel arbeiten, um unsere Wohnung zu finanzieren und sich natürlich um uns zu kümmern. Dafür hatte sie weniger Zeit für uns, weniger Zeit für mich. Ich hatte immer noch die Musik. Aber ohne sie war das nicht dasselbe. Ich sah im Fernsehen Fische. Und ein Karussell. Als ich klein war, hatte ich etwas Angst vor dem Wasser. Ich fand das aber ganz schnell echt cool. Das sind meine Erinnerungen ans Schwimmhaus. Da sind sie wieder, die Fußspuren. Sie führten zur Rolltreppe. Also musste ich wohl hinterher. Zum Glück fuhr sie noch. Ob das mein Vergangenheits-Ich ist, der kleine Fisch? Ich passe auf dich auf.
als Kind sah ich mal ein ganz großes Becken, wo super viele Fische drin waren. Das fand ich toll. Aber die Fische fanden mich scheinbar nicht toll. Weil selbst diese haben sich vor mir versteckt. Ich war ganz alleine draußen. Und ein fürchterliches Gewitter war da. Ich musste schnell nach Hause. Was passiert nur? Meine Mom war komisch zu mir. Ich musste weinen. Ich konnte es nicht mehr zurückhalten. Was ist nur aus ihr geworden? Ich wollte meine Mom stolz machen und habe deswegen angefangen mit Schwimmen. Ich war der Erste. Nur sie hatte schon wieder andere Dinge im Kopf. Und ging einfach. Wie schaffte ich es nur, meine Mom glücklich zu machen? Selbst auf dem ersten Platz als Gewinner war ich ihr nicht gut genug. Ich musste aus den Zäunen ausbrechen. Das mit dem Schwimmen behielt ich einige Jahre bei. Das Hobby blieb dasselbe. Nur ich bin viel älter geworden.
Ich blieb auf Platz 1. Und dachte schon, meine Mom würde nicht kommen. Doch sie war da. Hier ist noch eine. Hinter festen Deckenschlössern war eine Erinnerung versteckt. Ich stand auf der Bühne, als Erster. So viele Menschen wollten mich sehen. Aber die Person, die ich sehen wollte, war nicht da. Ich war so sauer. Für was tat ich das alles? Ich wollte einer einzigen Person damit gefallen. Ich war so wütend. Wie konnte sie mich nur alleine lassen? Und ich ging. Ich wollte es zumindest. Aber das Radio machte komische Geräusche. Also nahm ich es mit und ging. Da war ich nun, allein in meinem neuen Zuhause und hörte die Lieder, die ich mit meiner Mom hörte, als ich noch klein war, als sie noch Zeit für mich hatte. Ich saß ganz hinten in der Schule. Und war bestens für den Unterricht vorbereitet.
Ich blieb natürlich beim Schwimmen. Es fiel mir nicht leicht zu schwimmen. Ich war unter Wasser und bekam keine Luft mehr. Wo war ich hier? Es waren immer mehr Siege, die dazu kamen. Es war einfach zu laut. So viele Pokale. Es erschlug mich beinahe. Ich hab doch gesagt, ich passe auf dich auf, kleiner Fisch. Und hab dich wieder zu deiner Mom gebracht. Aber warum verschwindest du jetzt? Wo führt ihr mich hin? Die Couch, der Zug, das Boot, das Schwimmhaus, unter Wasser, der kleine Fisch und der große Fisch. Ich erinnerte mich, wie ich auf dem Karussell saß und meine Mama mir zuschaute. Sie sah glücklich aus.
Aber sie war es nicht. Ich rannte sofort zu ihr, als ich sah, dass sie weinte. Ich glaube, sie wollte mir sagen, dass es ihr sehr leid tat. Sie ist auch älter geworden. Ich habe ihr alles verziehen. Alles. Traurig. Doch sie ist nur nicht mehr da. Ich bekam meine letzte Erinnerung. Trotz allem hatte mich meine Mom im Herzen. Das wusste ich jetzt. Auch wenn ich es die ganze Zeit versteckt in mir hatte. Also ließ ich alle Erinnerungen hinter mir. Das Schiff, der Baum, die Bretter, um überhaupt ins Schiff zu gelangen, der Zug. Die glorreichen Siege, die Möbel. Ich musste nach vorne schauen. Ich hatte diese Erinnerung ganz vergessen. Hallo, Mom. Ich lasse euch den Abspann schauen und bin sofort wieder bei euch. Bis gleich.
So. Da sind wir schon durch. An sich, es wurde nicht gesprochen. Es waren nur Bilder zu sehen und doch hat diese Geschichte, fand ich, sehr viel Ausdruck gehabt. Also, starke Gefühle auf jeden Fall. Ein schönes Spiel, ein kurzes Spiel zwar, aber sehr schön gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch sehr gut gefallen und dass ihr vielleicht eine andere Story drin gesehen habt. Dann lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön. Und für jeden mal so ein Spiel, um die eigenen Gefühle vielleicht zu entdecken, was diese Bilder bei einem auslöst. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.